Wir sind Annika und Julian. Wir hatten unser eintöniges Leben in Deutschland satt und leben nun auf dem Land in der Bretagne. Auf unserem Kanal gibt es regelmäßig Videos rund um unser Bretagne-Abenteuer. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Bon Repos. Da warten nämlich Dutzende Steine auf uns, die gemauert werden möchten. Und es wird eine schwitzige Angelegenheit. Sehr, sehr warm heute. Jo! So, da wären wir. Die Aufgabe ist, wir müssen diesen langen Raum hier einmal mit einer Mauer durchtrennen. Dafür liegen schon sämtliche Betonsteine hier. Und wir zwei haben ja keine Erfahrung von Mauern, ne? Es ist nicht so, dass wir Maurer sind. Also, ja, wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht. Wir haben eigentlich alles da, was man dafür braucht, inklusive Bodenabdichtung. Damit fangen wir jetzt auch erstmal an. Das ist so eine dünne, ja, eigentlich ist das eine Dachpappe, oder? Eine Schweißbahn. Die kommt jetzt hier erstmal auf den vorhandenen Betonboden geklebt. Die Linie ist schon gezogen. Und dann sehen wir mal weiter. Irgendwie was zum Andrücken oder? Hier so. Hier. Oder? Was soll ich denn keine Ahnung, jetzt? Macht doch irgendwas. So, jetzt wieder aufrollen und Meters machen. So, damit ist Schritt 1 erledigt. Horizontalabdichtung heißt das, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Es wird in diesem Video übrigens noch einen Part über diesen Dovo-Kreuzlinienlaser geben. Den hatten wir jetzt schon fleißig hier im Einsatz und der wird mit Sicherheit in diesem Video noch öfter benutzt. Wen das natürlich gar nicht interessiert, der kann diesen Part auch skippen, ganz einfach. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit dem ersten Stein. Mörtel machen erstmal. Ah, ja, wir machen uns jetzt die erste Ladung Mörtel. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was für eine Menge man für so eine Mauer braucht. Ich fange jetzt erstmal mit einem richtigen Bett an aus Mörtel. Man nennt es auch das Mörtelbett. Hey, nee, du hast da gerade gar nichts zu suchen. Ich kann quasi die Maurer schon aufschreien hören. Oh, ob das so richtig ist? Aber Leute, ja. Es ist ja unsere Mauer. Genau. Wir machen das für uns hier, nicht für irgendwen anders. Wir müssen damit leben können. Und ich glaube, man muss da ein bisschen reinfinden, aber dann geht das schon. Ich setze jetzt einfach mal den ersten Stein da rein. Ja, und ganz verkehrt kann es ja auch nicht sein. Irgendwie sind da komischerweise verschiedene Steine dabei, das ist auch so eine Sache. Teilweise haben die Löcher, teilweise nicht. Teilweise runde Löcher, obwohl die alle auf einer Palette waren oder auf ja, eigentlich sollten es alle die gleichen sein. So, ich schnapp mir jetzt hier diesen Stein. Diesen hier. Und da muss man noch kurz beiseite. Und jetzt den ersten Stein da rein. Schön ins Mörtelbett. Wobei mir gerade auffällt, wir haben ja schon mit einer Richtschnur hier auf dem Boden eine gerade Linie gemacht, aber die ist jetzt wieder bedeckt von dem Dichtstreifen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt hier nochmal wieder eine Markierung haben. Wir müssen den Kreuzlinienlaser nochmal rausholen. Ja. Hier. Da. Man könnte jetzt meinen, wir hätten das abgesprochen. Nein, haben wir natürlich nicht. Okay. Da oben ist eine Markierung. Ja, aber so passt es. Ich hatte mir hier schon eine Markierung gemacht, da brauche ich jetzt einfach nur wieder drauf gehen. Genau, so, jetzt kann ich den ersten Stein setzen. Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das wird schon! Da ist das Ding. So, erste Steinreihe sitzt schon. Schon krass, was man jetzt nach einer Steinreihe setzen schon alles gelernt hat. Vor allem, wir haben mit Schnur und Wasserwaage gearbeitet, wie das wahrscheinlich auch so ein Maurer macht. Aber wir haben gerade festgestellt, das geht mit Kreuzlinienlaser. Da kommen wir viel besser mit klar. So, ich mache jetzt die nächste Ladung Mörtel und dann setzen wir die zweite Reihe drauf. Nein, erst machen wir Mittag! Ich hab Hunger.
das ja wieder einhaken. Mhm. Wir machen uns jedenfalls jetzt einmal nur mit dieser Kreideschnur eine gerade Linie, damit wir nicht komplett aus der Flucht mauern. Okay, und zack. Naja, komm. Wie sagt man, der Maurer, der muss auf dem Grundstück bleiben. Das ist für den Wandanker. Das Problem ist, das ist die falsche Scheibe. Das ist keine Trennscheibe. Wir sind ja nicht zu Hause, deswegen... ich weiß gar nicht, wo das gibt, der ganze Kram. Im Albert Brown Haus liegen aber auch noch ein paar Scheiben, ne? Wo? Auf der Theke. Dünne? Richtig dünne? Weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass da Scheiben liegen. Das ist eine Schrubbscheibe ist das. Die ist, ja, das geht auch. Dauert nur länger irgendwie. Soll ich mal eben gucken? Ja, guck mal. Keine Ahnung. Trennscheiben-Set. Das sieht doch gut aus. Ich nehme die einfach alle mal mit. Trennscheiben-Set. Das sind Trennscheiben. So, das ist jetzt der erste Wandanker. Man muss jetzt hier so eine Stange reinstecken in die Wand und dann ist das ja die Verbindung zur Wand. Dass sie nicht umkippt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, dann brauchen wir jetzt Mörtel. Wir brauchen noch mehr solcher Stangen und dann geht's weiter. Was ist das jetzt für ein Laser, den wir bei unseren Arbeiten benutzen? Das ist ein Kreuzlinienlaser mit 4 Ebenen von der Firma Dovo. In diesem Fall jetzt das Modell P4360G. Das schmucke Stück kommt in diesem Kasten hier. Da haben wir natürlich einmal den Kreuzlinienlaser an sich, der uns wirklich überzeugt. Hier hinten ist das Batteriefach, der hat also so eine Batterie. Es gibt im Lieferumfang außerdem noch eine Ersatzbatterie und natürlich das passende Ladegerät. Samt Stecker. Es gibt neben der Betriebsanleitung, die übrigens auch auf Deutsch verfügbar ist, hier noch so ein Lasertarget. Das kann ganz nützlich sein bei der Arbeit mit dem Laser. Außerdem gibt es hier dieses kleine Podest, wo man den Kreuzlinienlaser draufstellen kann und wirklich millimetergenau in der Höhe einstellen kann. Das Teil haben wir selber schon wirklich häufig benutzt. Und außerdem gibt es noch diesen Halter, den man dann zum Beispiel irgendwo anklemmen kann. Hier diese Klemme, die lässt sich auch noch in der Höhe verstellen, je nachdem wie dick das ist, wo man das anklemmen will. Man könnte diesen Halter außerdem noch auf ein Stativ schrauben, dann ist man natürlich noch flexibler. Hier lässt sich das Ganze dann wieder in der Höhe einstellen und wieder fixieren. Aber abgesehen vom Zubehör finde ich den Laser vor allem wegen seiner Power so gut. Vielleicht habt ihr es schon im Video gesehen oder werdet es gleich noch sehen, wie gut man diese grüne Linie noch erkennen kann, selbst in 6 Meter Deckenhöhe und das wirklich bei Tageslicht. Ich schalte jetzt mal ein. Über die Fernbedienung kann man jetzt übrigens die verschiedenen Laserlevel anwählen. Der Hersteller sagt, der Arbeitsbereich liegt bei 30 Metern. Wenn man dann noch zusätzlich so einen Empfänger hat, so einen Laserempfänger, dann erhöht sich der Arbeitsbereich sogar auf 40 bis 60 Meter. Das finde ich wirklich schon immens. Und gerade diese 4 Ebenen, die dieser Laser jetzt eben hat, machen das Arbeiten damit echt schon mega praktisch. Und durch diese Linie ganz hier unten kann man ihn zum Beispiel auch gut für Fliesenarbeiten einsetzen. Also das wird uns zukünftig auf jeden Fall noch einiges an Arbeit erleichtern. Im Gegensatz dazu hat unser alter Laser eben nur 2 Ebenen gehabt. Da ist dieser hier schon richtig, richtig cool. Es gibt übrigens 5 Jahre Garantie auf die Genauigkeit. Auf der Dovo-Webseite gibt es außerdem verschiedene Modelle an Kreuzlinienlasern. Schaut bei Interesse einfach mal auf deren Seite. In unserer Videobeschreibung findet ihr den Link. Also wir können diesen Kreuzlinienlaser wirklich empfehlen. Der ist für diejenigen perfekt, denen ein Bosch-Laser vielleicht auch einfach zu teuer ist, die aber trotzdem nicht auf die Qualität verzichten wollen. Und für diejenigen, die so ein 2-Ebenen-Laser einfach nicht mehr ausreicht oder auch von der Reichweite einfach nicht ausreicht, weil der hier natürlich ein bisschen mehr Power hat. Der hat außerdem ein Metallgehäuse und eine Gummierung hier drum.
Theoretisch könnte er mir auf den Boden fallen, es würde wahrscheinlich nichts passieren, aber das teste ich jetzt nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass der sehr solide und stabil ist. Wenn ihr wirklich Interesse habt, so einen Kreuzlinienlaser zu kaufen, dann macht das gerne über unseren Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit unseren Maurerarbeiten in Bonrepos. Okay, Reihe Nummer 3. Wieder was gelernt. So habe ich es auch mal in einem Video gesehen. Erst links und rechts die Steine fertig setzen und dann quasi in der Mitte mauern. Jetzt können wir uns sowohl an der Schnur orientieren, als auch von der Waage her an dem Kreuzlinienlaser. Und dann habe ich mal ein Video gesehen. Alter, der wäre schon lange fertig mit der Mauer. Der hat, glaube ich, eine halbe Stunde für so eine Mauer gebraucht. Der hat sich das so auf der Kelle gemacht und dann hat er links und rechts einfach nur so einen Wall abgezogen. So, zack. Jo, irgendwie so in der Art und dann setzen wir den Stein da rein. Das mach ich. Jo, Annika ist irgendwie besser im Steine setzen. Julia macht die Vorarbeit und ich setze die Steine. Aber eins sei schon mal gesagt, mehr als 4-5 Reihen machen wir heute nicht. Es ist auch einfach mega warm. Ja, schauen wir mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Also, nicht lang schnacken, ran an die Arbeit. Noch kann man drüber gehen. Auf der nächsten Reihe wird es schwer. Boah, guckt euch mal an, wie schön gerade die dritte Reihe geworden ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man sieht genau an der Steinkante den Laser. Gut, da wird er ein bisschen stärker, ich gebe es zu. Und am Ende ist er wieder ganz fein zu sehen. Also da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, oder Anni? Ja. Toll. Anni ist auch stolz drauf. Ja. Ich habe wenig getan. Super, Anni. So, den nächsten Wandanker setzen wir. Dahin. Alter, der ist so scheißen schief. Das geht ja gar nicht. Boah, nee. Einen anderen brauchen wir. Boah, und das ist bei 28 Grad. Ich finde, das sieht nach relativ viel Mörtel aus, wenn ich das mit dem vergleiche, was andere in Videos so an Mörtel benutzt haben. Aber wir haben jetzt eine 10er Stange und dann kommt ja noch ein bisschen Mörtel dazu. Dann ist das so eine 15er Fuge und diese Fuge müssen wir überall so weiterführen. Aber ich glaube, das passt schon, oder? Das passt schon. Also aus Laiensicht sieht das schon mega geil aus. Hat auch richtig Spaß gemacht. Die erste Mauer? Mega gut. Und die hat wirklich Spaß begeistert. Gemacht. Oh, gleich noch hier schön die Fugen hier einmal abkratzen. Aber wir haben noch Mörtel, der muss noch weg. Der Mörtel muss noch weg. Der kommt weg. Hier zwischen. Ach ja, der kommt auch noch zwischen. Boah, dann haben wir ja fast Feierabend. Hoffentlich. Und dann kommen wir noch zwei, drei Steine vielleicht. Oder die ersten Steine für die Reihe Nummer 5 setzen. Damit wir dann beim nächsten Mal direkt reinstarten können. Und hoffentlich bis nach oben kommen. Ja, nach oben hin wird es natürlich immer schwieriger. Noch ist Was? Es eine ganz oder jetzt ist es eine ganz angenehme Arbeitshöhe. Ich habe ein bisschen mehr Kalk in den Mörtel gemacht und diese Mischung ist jetzt mit Abstand die beste. Ja. Die ist ein bisschen fester, ein bisschen dichter eben. Ja. Der Fertigmörtel da, der ist ganz schön sandig. Mit ein bisschen mehr Kalk wird es richtig gut. Thank you.
Alles, was auf dem Boden war, landet jetzt hier irgendwie einfach noch in die Löcher. Kann ja nicht schaden. Das war's. Fini! Juhu! Gar nicht schlecht für den ersten Tag. Was meint ihr von unserer Maueraktion? Schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare. Die ist ja noch nicht vollendet. Wir können es ja immer noch besser machen. Ich muss sagen, das ist aber auch das Ergebnis, was ich erwartet hatte. Ich hatte schon so gedacht, 5-6 Reihen, mehr wird das heute nicht. Also passt schon. Kreuzlinienlaser wieder weg. Der hat wirklich super Dienste geleistet. Oder? Die Wand ist zumindest in Waage, gerade. Wir haben nochmal mit der Wasserwaage nachgemessen. Also wirklich eine Empfehlung. Wer einen professionellen Kreuzlinienlaser braucht und wem Bosch zu teuer ist, das Ding ist schon geil. Okay, wir hoffen, euch hat dieses, ich sage jetzt mal, relativ einfache Video, zumindest war es für uns relativ einfach, ein Tag, ein Video. So sieht's aus. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hier und auch bei uns auf unserem eigenen Hof, dann abonniert unseren Kanal gerne. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ja. Schreibt einen Kommentar, aber nur was Nettes bitte. So, jetzt ab nach Haus. Au revoir. Et à bientôt. Ja. Mir fällt auch ein Reim ein auf Französisch. Construire un mur, c'est vraiment dur.